wurde jetzt angewandt. Dafür haben wir diese Bonus hier nicht, die wir forschen können, dass wir, also dass die Milizsoldatenlinie, also diese Linie hier weniger Nahrung kostet, weil das hier ist besser. Ja, Bevölkerung in der Imperialzeit und so weiter. Also ja, das zählt übrigens, als Infanterie Ja, zählt ja. übrigens nur Kaserneneinheiten hauptsächlich und unsere Huskarle nachher. Wenn wir dann so weit sind. Hey, ja. Wo wäre? So, wir brauchen mehr Platz. Und hier gibt es eine Menge weitere Dorfbewohner und Forschungen für die Dorfbewohner sollten wir auch machen. Das sind nämlich die Zivilforschungen hier. Das erste, was ich in Auftrag gegeben habe, ist Sichtweite für Gebäude erhöhen, was wichtig ist, damit wir früher gewarnt werden. Ist in dem Zeitalter auch recht günstig, deswegen können wir es gleich erforschen. Das zweite ist, die Einheiten mehr tragen lassen. Ja. So, wir brauchen erstmal mehr Nahrung. Also errichten wir noch mehr Felder. Und ja, Felder anlegen ist auch eine kleine Kunst, wie man sieht. Ich mache das nämlich ein bisschen arg unstrukturiert hier. Ja. Hauber. Und der ist schon in der Ritterzeit. Er ist gut, der Typ. Muss ich ihm lassen. Na gut, er hat auch zwei Häfen. Bereite. Holzer. Heiße. Holzer. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch viel Nahrung per Schiff reinholen und ist deswegen so schnell in der Ritterzeit gelandet. Im Gegensatz zu uns, die ein bisschen hinterherhinken. Weil er wohl wahrscheinlich weniger Wert auf seine normalen Forschungen legt. Oh, ich werde von Tieren angegriffen. Ja, das war ein Wolf, der uns angegriffen hat. Da ist eine Reliquie. Reliquien sind recht nett. Das ist noch eine Reliquie. Da ist auch sogar noch eine. Also ja, er hat viele Häfen. Muss man schon sagen. Das heißt, wenn wir im nächsten Zeitalter sind. Die Forschung brauche ich erstmal nicht. Das ist für Kavallerie. Die brauchen wir aber nicht so dringend. Machen wir mal ruhig ein paar Speerkämpfer. Wobei er wird wahrscheinlich nicht so sehr auf Kavallerie gehen. Also lieber noch ein paar Schwertkämpfer und ein paar Bogenschützen. Hey, ja. Wo wäre. Und mehr Bevölkerungslimit vor allem Dingen. Wo wäre? So, ich habe einen untätigen Arbeiter hier. Wo wäre? Der kann noch ein Feld anlegen. Ja. Wir müssen halt damit rechnen, da er weiß, wo wir sind, dass wir jederzeit angegriffen werden können. Also müssen wir uns auch verteidigen können. Jawohl, Ritterzeit.
Wie man sieht, sind jetzt die Forschungen für den Handkarren, also dass Dorfbewohner mehr tragen können, und für die Stadtpatrouille, dass die Gebäudesichtweite erhöht, viel höher. Wichtiger sind jetzt allerdings erstmal die zwei Forschungen und wir sollten die Forschungen noch nachziehen. Bereite. So, jetzt bauen wir ein Kloster. Damit wir die Reliquien einsammeln können, die uns Gold geben sollen. Wenigstens ein oder zwei Reliquien. Ja. Hover. Hover. So, Ritterzeit bedeutet, wir können unsere Einheiten etwas weiterentwickeln. Und können zwei Mönche uns holen. Ja. Du Stein abbauen. Ja. Ja. Du neues Haus. Du wäre. Ja, das ich soll. So, jetzt sind unsere Schwertkämpfer Langschwertkämpfer und unsere Bogenschützen Armbrustschützen. Ja, eine Burg wäre unser nächstes großes Ziel. Die stellen wir mal hier aus, um unsere Ressourcen ein bisschen zu beschützen. Burgen sind nämlich zum einen unsere stärksten Verteidigungsgebäude, zum anderen aber auch bilden wir dort unsere Eliteeinheiten aus. Ja, ja. Und da habe ich mich geirrt, was den Angriff des Gegners angeht. Sie greifen nämlich mit jeder Menge Kavallerie an. Ja, die Burg muss ich abreißen, sonst verliere ich sie nämlich. Oh, der Gegner hat uns seine Reliquie weggeklaut. Ja. Geräte. Gut, der Angriff hat uns jetzt doch was gekostet. Geräte, dass ich soll. Hover. Ja, dass ich soll. Und es hört noch nicht auf. Da haben wir den Gegner schon ein bisschen unterschätzt. Ja. Ja, dies war. Ja, Rete. Heiße, dass ich so. Ja, da legt er richtig gut nach. Da sollten wir gucken. Heiße, dass ich so. Okay, er hat uns einen harten Schlag bei der Goldversorgung verpasst. Bereite. Ja, dies war. Das finde ich jetzt wiederum nicht so schön. Gut, da wir wissen, dass er auf Kavallerie geht, sollten wir unsere Infanterieproduktion ein bisschen stärken. Ich soll. Ja. Und sollten wir unseren Mönch Eddie dazu bringen. Heiße, das war Hover. Heiße, dass ich soll. Oh,
Okay, wir brauchen ganz dringend mehr Nahkampfverteidigung. Irgendwann wird er umschwenken, wenn er merkt, dass ich mich gegen seine Kavallerieangriffe zur Wehr setze. Jetzt haben wir das Problem, dass wir kaum Gold haben. Deswegen ich dringend die Reliquie will. Der Gegner hat nämlich schon zwei Stück eingesackt. Wie man sehen kann. Also ist es gut, wenn wir uns wenigstens eine schnappen. Hey, ja. Ja. Rete. Ja, Rete. So, und unsere Goldversorgung mal wieder in Gang bringen. Rete. Buvere. Ja, Holzer. So. Ja. Neues Holzlager näher an den Bäumen bauen. Hey, ja. Das war und damit es schnell geht und wir endlich mal eine Burg haben. Der Leiter. Das war ja. Heiße, was ich soll. Ja. Das war. Zählen wir mal unsere gesamte Steinproduktion ab. So, wir kriegen jetzt auf jeden Fall wieder Gold rein. Bereite. Rete. Heiße? Das war. Hauber. So, da ist einer zu viel. Hauber. Deswegen hier jetzt hier an den Steinabbau. Und ja, ich sehe schon mal ein unschönes Problem hier bei uns. Heiße? Das war. Bereite. Hauber. Ja. Ja. Heiße. Gebure. Hey, ja. Heiße. Ja, du bist Bauer. Warum baust du nichts mehr ab? Hey, ja. So, jetzt aber, oder? Bereite. Und er versucht es wieder mit Kavallerie, aber diesmal haben wir Verteidigung. Ja, der beißt sich da ganz schön die Zähne aus. Bereite. Hey, ja. Buvere. Ja. So. Mehr Felder. Ein paar Häuser hier. Und ein paar neue Pikiniere. Das war einer zu viel hier. Und da. Gut. So, dann verbessern wir weiter unsere Truppen. Ja, das ist eine schöne Sache. Huskale, die in der Kaserne erschaffen werden können. Ja, brauchen wir aber jetzt noch nicht. Hey, ja. Heiße? Ja. Bereite. Gebure. So, jetzt arbeitet der Bauer. Plänker brauchen wir nicht unbedingt, aber mehr Armbrustschützen. Bereite. Das sind immer gut. Und ja, wir haben Huskale. Oh, er ist im vierten Zeitalter. Das ist weniger schön. Bereite. Sollten wir also auch unbedingt bald mal machen. Also ich habe jetzt eine Universität noch in Auftrag gegeben. Da machen wir unsere
Zivilforschung, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, und die Reliquie sorgt halt dafür, dass wir Gold kriegen. Mein Hauptproblem, was ich gerade sehe, wo ist mein Speer? Da. Ist, dass es in unserem Gebiet kaum noch Ressourcen gibt. Heiße, dass ich soll. Bereite. Ja. So, erstmal das und dann ab in die Folter, in die Imperialzeit, die letzte Zeit. Ja, dies war ich soll. Und wie ich gesagt habe, er lernt. Aber nicht sonderlich gut. Ja. Es war im letzten Zeitalter, aber er hat nur bei Dreizeiteinheiten. Heiße, dass ich soll. Bereite, ja, dass ich soll. So, alle mal zurückziehen. Hey, ja. Du baust da oben mal ein paar Türme hin zur Verteidigung. Die braucht nämlich Stein. Davon haben wir genug. Wir erforschen Mörderlöcher, damit die Einheiten auch auf nahe Einheiten schießen können. Also die Türme auch auf nahe Einheiten schießen können. Und Ballistik, um unsere Fernkämpfer zu verbessern. Wir werden tatsächlich von dem Drachenboot angegriffen. Ich glaub's ja nicht. Hey, ja. Das ist toll. Flickmann. Hey, Sete. Buwere. Da müssen wir ein bisschen dagegen halten, auch wenn unsere Holzproduktion darunter leidet. Oh Gott, da oben werden wir groß angegriffen. Ja, dies war, dass ich soll. Ja, Flickmann. Es war Holzer. So, wir sind in der Imperialzeit und das geht hektisch. Heiße, dies war. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Bereit, dies war. Hektisch zu hier. Ja, ja, dies war. Heiße, dass ich ja. Aber doch schlagen wir uns ganz gut eigentlich. Oh, da ist Stein. Heiße? Den brauchen wir. Ja. Uwere. Also ja, mir gehen gerade die Schiffe richtig auf die Nerven. Ja, mehr Reichweite für Fernkampfeinheiten ist immer gut. Ja,
dies war ich soll. Okay, die nerven mich jetzt gerade tierisch, muss ich sagen. Ja. Was ich soll. Und mich nervt es auch, dass sie mir jetzt die Einheiten wegbekehren wollen. Boah, die haben Elite-Kämpfer. Hey, ist ja, was ich soll. Ja, dies war. Bereit. Du wäre. Ja, Holzer. So, jetzt ist erstmal mein Hafen abgesichert. Ja, dass ich soll.